Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es geht um das kommende Fight Night Town Takeover-Collection Event. Das wird wahrscheinlich eine Mischung aus Collection und Town Takeover Event sein, denn man munkelt, dass es das Erbstück von Gibby gibt in diesem Event. Es ist ein Town Takeover Event auf Olympus, das heißt, es gibt so eine Art kleines Stadion rund um Pathfinder auf Olympus, wo wieder ein Spot ein bisschen geändert wird. Ich habe einen klitzekleinen Trailer, der ist jetzt im Internet aufgetaucht, den hat Respawn nicht offiziell veröffentlicht. Der geht gerade mal so ein paar Sekunden, vielleicht 10 Sekunden, ist aber ein offizieller Trailer, ist kein gefakter Trailer, sagen wir es so, um das verständlicher zu sagen. Ich zeige euch in Standbildern sämtliche Skins, weil es wirklich sehr, sehr schnell geht und was ich hinter dem Event vermute. So viel muss schon mal gespoilert sein, wenn ich das vermute, was passiert, finde ich es zumindest erstmal nicht sehr spannend. Dann möchte ich euch nochmal einen Post zeigen, weil ich im letzten Video mein XXL Real Talk Video, da habe ich doch darüber gesprochen, dass Season 8 und 9 sehr geil sein werden und wohl unerwartete Dinge passieren. Das betrifft aber leider erst Season 9, auch 8. Season 8 soll trotzdem sehr geil werden und vor allen Dingen bekommen wir eine neue Questline in Season 8, die sehr, sehr ausgereift sein soll, hoffe ich. Und ab morgen gibt es einen neuen Shop, wieder so ein Limited Time Shop, wo wir wieder über, ich sag mal, ein oder zwei Wochen uns spezielle Bündel kaufen können. Und hier könnte es sein, dass wir zwei verschiedene Voidwalker Event Skin Recolors bekommen. Ich zeige euch die Recolors. Es ist aber nicht bestätigt, ob sie Recolors sind oder einfach die Standard Voidwalker Event Skin Version von Wraith. So, meine Fresse, Mundfasching. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer. Wie gesagt, der ist nicht mega spannend und auch nicht mega lang, aber seht selbst. Das war der Trailer. Viel länger geht der nicht. Ob es da noch einen größeren offiziellen Trailer von Respawn gibt, ich gehe davon aus, dass es einen offiziellen noch auf der YouTube-Seite geben wird. Ich zeige euch jetzt erstmal sämtliche Skins als Standbild, weil die sind eigentlich, manche zumindest, relativ ansehnlich. Gibby und Krypto ist klar. Viel musste nicht zu sagen. Den Bloodhound-Skin finde ich ultra, ultra nice. Und auch rechts der Revenant-Skin. Man sieht zwar nur die Hälfte, aber der sieht schon sehr vielversprechend aus. Corsting und Watson, jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Fall, hat aber trotzdem irgendwas. Auch der Loba-Skin, bin ich gespannt, wie der in live aussieht. Ob der Skin vielleicht ein bisschen reflektiert und vielleicht auf die Entfernung ein bisschen deine Distanz bzw. deine Position verraten kann, wenn der Lichteinfall ungünstig ist. Auch wenn ich das eher weniger glaube. Der Pathfinder-Skin. Wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Ich finde ihn ultra, ultra geil. Ich finde ihn wirklich, hat irgendwas. Und ich zeige euch nochmal das Bild vom Gibraltar-Erbstück. Nein, das war nicht das Gibraltar-Erbstück. Hier ist das Gibraltar-Erbstück. Man munkelt, dass in diesem Event, das ist wie gesagt so ein Hybrid-Event, eine Mischung aus Collection und Town Takeover-Event. Und hier soll es wohl angeblich das Gibraltar-Erbstück geben. Die Bilder gibt es auch schon sehr, sehr lange vom Erbstück. Und hier haben wir noch einmal den Spot auf Olympus, das Fight Night Event Stadium. Ja, man sieht selber, es ist ein Stadion, in der Mitte ist ein Boxkampf. Wenn das Event wirklich so vonstatten läuft oder vonstatten geht, wie ich mir das vorstelle, dann treffen sich da mehrere Legenden und rundenbasierend können die da wahrscheinlich in den Ring gehen und hauen sich gegenseitig ohne Waffen in die Fresse. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, mich lasht das überhaupt nicht. Das ist natürlich alles Geschmackssache, keine Frage. Ich bin auf jeden Fall mal auf eure Kommentare gespannt, was ihr vielleicht noch vermutet, was hinter dem Event stecken könnte. Sollte das wirklich nur so ein bisschen auf die Fresse hauen sein, hoffe ich, dass rundherum ein bisschen mehr passiert. Das wäre sonst wirklich mega, mega langweilig. So, das soll es zum Event gewesen sein. Achso, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich denke, dass wir ein, zwei Wochen nachdem das Holobash-Event Anfang Januar zu Ende ist, dass wir dann damit rechnen können, dass dieses Event starten wird. Jetzt geht es um den Shop, der ab morgen, was haben wir heute? Haben wir heute den 20. oder 21. Ab Dienstag. Ab Dienstagabend um 19 Uhr gehe ich davon aus, gibt es einen neuen Shop. Den werden wir wahrscheinlich wieder zwei Wochen betrachten können. Und dort gibt es wieder verschiedene Bündel. Ein Legendary Bündel, ein Bloodhound Bündel, ein Energy Weapon Bündel, ein Old Ways Bündel. Wahrscheinlich irgendwelche ganz alten, beliebten Skins dabei. Und die letzten beiden sind das, die sehr interessant wirken. Ein Facewalker
30-Pack-Bündel und ein Facewalker 60-Pack-Bündel. Und ich glaube nicht, dass wir zwei verschiedene Packs uns kaufen können, wo jeweils ein ganz normaler Facewalker-Event-Skin drin ist. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen geht man davon aus, oder auch speziell ich davon aus, dass es die beiden Recolors, die schon mal gezeigt wurden, sein werden. Und zwar einmal dieser. Die Recolors sind beide mega geil aus, muss man einfach sagen. Auch wenn mir das Original immer noch am besten gefällt. Und hier die blaue Version. Einfach ultra nice, muss ich sagen. Und ich muss echt überlegen. Also ich hätte die beiden Skins gerne, aber ich habe eigentlich zurzeit wirklich keinen Bock, Respawn das Geld in den Arsch zu schieben. Weil, sind wir mal alle ganz ehrlich, naja, Apex ist gerade alles andere als stabil. Das muss man einfach sagen. Hier muss man natürlich dazu sagen, und deswegen blende ich euch als nächstes mal diesen Tweet ein. Hier wird geschrieben, dass Season 8 und Season 9 sehr geil sein werden. Speziell Season 8 ist schon so gut wie fertig, wird geschrieben. Und sie schreiben auch weiter. Und das alles vom Homeoffice aus. Sie haben komplett Season 8 zu Hause fertiggestellt. Das ist natürlich eine respektable Leistung. Das darf man nicht vergessen. Aber viele von euch sagen wahrscheinlich, Mensch, es gibt andere Publisher, die haben das besser hinbekommen in der Corona-Pandemie. Warum kriegt das Respawn nicht hin? Ja, belassen wir es bei dem Thema, würde ich sagen. Und in Season 9, das ist genau der Punkt, wo ich in meinem letzten XXL Real Talk Video drüber gesprochen habe. Hier wird geschrieben, dass unerwartete Dinge in Season 9 passieren werden. Und es soll wohl angeblich schon durchgesickert sein, dass es tatsächlich ein Ausweichmodus sein wird und kein Limited-Time-Modus, der jetzt 2 Wochen da ist und dann verschwindet, sondern wirklich ein fester Ausweichmodus. Ich gehe davon aus, dass es dann kein Battle Royale ist, sondern tatsächlich sowas, wie ich mir schon immer gewünscht habe, auch Space Cat und wahrscheinlich viele andere, so eine Art Team-Deathmatch-Modus, ein Arena-Modus, ein fester Spot, der Octane Ring of Fire oder eben Skulltown. Beliebte Skulltown, abgegrenzter Bereich, und dann spawnst du mit verschiedenen Teams, keine Ahnung, 10 gegen 10. Und nach 10 Minuten ist die Runde vorbei. Wer die meisten Kills hat, hat gewonnen. Punkt. Oder alle gegen alle. Der Fantasie ist da keine Grenzen gesetzt. Wir können uns alle vorstellen, es gibt genug Modis in Call of Duty. Irgendeiner der Modis, könnte ich mir vorstellen, wird es auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall sieht es so aus, als wäre es kein Battle Royale Modus. Und das könnte Apex auf jeden Fall wieder in die richtige Spur bringen, wenn die nicht langsam mal was machen. Sachen Skill-Based Matchmaking, Server, Sounds und so weiter. Da ist echt noch viel Nachholbedarf. Aber darum soll es ja jetzt hier in diesem Video nicht gehen. Aber gerne in eure Kommentare, was stellt ihr euch für Season 9 vor? Leider dauert es noch ein bisschen. Aber in Season 8 gibt es eine neue Questline. Nicht dieser, muss ich einfach so sagen, dieser dämliche Quest-Comicbuch-Blödsinn. Ich habe keinen Bock, da ewig rumzulesen und mir irgendwelche Bildchen anzugucken. Die Quest kam ja erstmalig, oh, schlag mich tot, war es Season 5 oder Season 6 war es nicht, es war Season 5, glaube ich. Da hatten wir doch die ersten PvE-Erfahrungen, jede Woche kam eine neue Quest und die konnten wir mit unseren Kumpels spielen. Es war der erste große Schritt in die richtige Richtung. Die Quests waren nicht ausgereift, das wissen wir alle. Die waren sehr kurz und die waren vor allen Dingen auch sehr einfach, selbst wenn du sie solo gespielt hast. Und hier der Post, dass neue Quests in Arbeit sind. Und die Leute, die die Quests schreiben, auch die Storyline, die sagen, das wird sehr, sehr geil. Und ich gehe hier davon aus, dass es wieder spielbare Quests sein werden, also PvE. Und ich bin auch fester Überzeugung, dass sie größer sein werden. Und hier wird auch geschrieben in diesem Artikel, dass wirklich jede Legende ein Part dieser Quest einnehmen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Auch hier gerne in die Kommentare, habt ihr wieder Bock auf Quests, so wie wir sie schon mal hatten? Schwerer, ein bisschen länger und vor allen Dingen würde ich es geil finden, wenn die einzelnen Fähigkeiten der Legenden vielleicht eine größere, übergeordnete Rolle in der ganzen Geschichte vielleicht spielen, um die Quests zu meistern. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch vielleicht schon mal Destiny gespielt hat, die Raids oder die Strikes, gerade die Raids, wo man spezielle Mechaniken, die man vielleicht erstmal herausfinden muss, erfinden muss, meistern muss und Wege finden muss, überhaupt die Quest zu bestehen und nicht einfach stupide durch, abknallen, überleben, Schiff, Wiedersehen, bestanden. Das würde ich zu langweilig finden. Irgendwelche Mechaniken würde ich mega, mega geil finden. In diesem Sinne, haut die Kommentarsektion voll und sagt mir, was ihr von dem Video haltet. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.